Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von einem Basic. Diesmal ist es ein XOR Gate. Das ist ein Gate, also ein Tor, das verschiedene Befehle in ein Signal umwandelt. Das hier ist der Output. Wartet, so. Mach ich mal wieder so eine Lampe hin. Wenn einer an ist, ein Schalter, ist es da hinten auch an. Wenn aber beide an sind, ist er aus. Also immer wenn einer an ist, ist es an. So, und wenn beide aus sind, ist es aus. Also immer wenn es zwei sind, geht das hinten an. Und wenn es eins ist, geht's aus. So, dann baue ich das einfach mal damit, weil das hier jetzt ein bisschen kompliziert ist. Ich baue es einfach normal. Also man hat hier einfach mal zwei Leitungen. Ups. Zwei Leitungen. Dann zwei Blöcke. So, hier vor noch ein. So, ne, sieht man. Dann packt man an die beiden hier Fackeln, an den und den. Hier tut man Redstone drauf. Dann tut man hierauf auf die Fackeln, also geht man auf dieses Kästchen da bei den Fackeln und packt da einen Wollblock drauf und hier auch. Daran, hier vor setzt man dann Redstone und Redstone. Dazwischen kommt noch eine Fackel. Hier an den Block. So, vor den beiden Redstone setzt man wieder einen Block. So. Und hier kommen dann auch nochmal Fackeln ran. Ups. Fackeln. Fackeln. Und da oben drauf, weil sich hier nichts verbindet, muss da auch nochmal Redstone drauf, weil das ist auch wieder ein kleiner Redstone-Bug. So. Jetzt sind hier zwei Outputs. Ups. Und ja, das sind die beiden. Jetzt habe ich einen Fail gemacht, sorry. Keine zwei Outputs, natürlich nur ein Output, der kommt hier zwischen. So, das ist der Output. So, jetzt ist es genau das gleiche wie hier. Und wenn man hier jetzt eins hinsetzt, geht das da hinten an. Das da hinten an. Wenn man jetzt aber beide macht, geht es da hinten aus. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wozu ist die ganze Scheiße da? So, das erkläre ich euch auch nochmal kurz. Erstmal das hier wegmachen, weil ich habe ja da hinten einstehen. So. Egal. So, jetzt sieht man hier. Wenn man ganz normal. Man kennt ja diese Türen, diese aus- und einfahrbaren Pistentüren. So, hier sieht man, ich habe schon zwei verbaut und eine Verkabelung. Die Verkabelung sieht gerade nur hier oben ein bisschen verwirrend aus, weil es einfach nur ein großes Durcheinander ist. Normalerweise, wartet, mal kurz gucken, ich muss noch mal kurz was bauen. Normalerweise, ach ja, machen wir es einfach mal ganz simpel. Man hat hier eine Steinwand, die ist zum Beispiel jetzt mal 2 hoch. So, ach, da habe ich jetzt, egal. Wir packen hier zwischen wieder Pistons. Und jetzt sieht man hier, noch sieht man gar nichts. Wenn man jetzt hier einen Stein hinsetzt, noch einen Stein und einen Repeater. Und dann hier eine Redstone-Leitung. Ups, jetzt habe ich das Redstone weggeschmissen. Ich erkläre euch gleich, was das alles soll. Und so. Oh, ich habe gerade die Schnelligkeit ein bisschen zu hoch eingestellt. Oh, falsch. So. Ach, jetzt nehme ich einfach Wolle, ist doch egal. Wenn man jetzt hier Redstone und wieder Redstone hat und jetzt hier Hebel hinsetzt. So. Wenn man jetzt hier rauf drückt, geht es auf. Und wenn man es wieder zumacht, geht es natürlich zu. Wenn man jetzt aber beides drückt, passiert gar nichts. Das heißt, wenn man. Ich mache das nochmal alles auf. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Wohnung ist und dann geht ist sie zu. Dann geht man da rein. Macht sie hinter sich natürlich wieder zu. Jetzt ist aber das Problem, wenn man zum Beispiel aus der Wohnung oder wo man noch immer ist, einen zweiten Ausgang hat, hier rausgeht und dann einmal rum und man will wieder ins Haus rein. Dann geht es nicht. Da ist man natürlich gearscht und muss wieder einen Umweg gehen. Um das zu verhindern,
dann hat man einfach diese Schaltung gebaut. Sie ist zwar komplizierter, aber es ist besser, lieber so eine Schaltung zu haben, auch wenn sie komplizierter ist. Also man kann hier aufmachen, zumachen. Jetzt kann man außen rumgehen. Und es immer, jetzt funktioniert's. Weil ja durch diese Schaltung, wenn einer an ist, geht's an oder aus. Oder wenn beide, und wenn beide gedrückt sind, geht es zu. Das heißt, es ist immer, wenn ein Hebel gedrückt wird, entweder sind dann beide unten oder einer oben. Das heißt, immer wenn einer gedrückt wird, egal wie, geht es entweder an oder aus. Also bei jeder Drückung wechselt dieser Status und bleibt nicht bestehen, nur weil auf der anderen Seite nichts gedrückt ist. Ja, das war's auch schon von dem XOR Gate. Und ich hoffe, euch hat dieses Tutorial auch gefallen. Und oh, soll ich das hier nochmal schnell zeigen? Das ist einfach nur irgendeine Spielerei, die man ganz gerne in sein Haus einbauen kann. Einfach ein kleiner Teppich auf Licht. Auch wenn das ziemlich auf die Eier geht, aber wenn man nur einmal durchgeht und dann im anderen Raum ist, ist alles okay. So, und das war's jetzt wirklich und tschüss.